Bist du nicht der, der sich erfrecht hat, ein Buch über mein Leben zu schreiben? Ja, da bin ich, ja. Wie konntest du so dreist sein? Eine Unverschämtheit war das. Du warst doch gar nicht dabei. Ja, mein lieber Perfeo, das ist immer so. Wenn ich historische Persönlichkeiten beschreibe, dann kann ich mich in deren Zeit versetzen und ich weiß dann, wie ich sie beschreiben kann. Das ist leider gründlich daneben gegangen. Und wie ich hörte, hast du auch andere Berühmtheiten schon so vermasselt. Etwa den Maler Pieter Bruegel und sogar Jesus. Auch die hast du vorher nicht gefragt. Wie konnte ich sie denn fragen? So alt bin ich nun auch noch nicht. Und über einen gewissen Herrn Goethe hast du geschrieben. Du behauptest, der Mann habe mit Marianne, der Frau seines Freundes Wilhelma, rumgemacht. Hat er ja, ja. Und dem letzten Großmeister des Malteserordens auf der Insel Malta, diesem Freiherrn von Hoppesch, hast du eine Mätresse ins Bett gelegt, die vorher die Favoritin des türkischen Sultans war. Stimmt. Aber ich wundere mich doch, wieso du den Herrn von Hoppesch kennst und Herrn von Goethe, die ja erst 100 Jahre nach deiner Zeit aufgetreten sind. Aber du selber hast mich mit deinem Buch doch wieder ins Leben gerufen. Musste doch wissen. Ja, genauso wie ich auch den Maler Pieter Bruegel ins Leben gerufen habe. Und Jesus und Goethe und von Hoppesch. Ja, das mache ich. Ich gebe ihnen ein neues Leben als Autor. Unsinn. Wieder auferstehen lassen. Das kann doch nur Gott. Ja. Ein kleines bisschen wie Gott ist auch der Autor. Er bildet Menschen. Etwa auch nach seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt? Ganz genau, nach meinem Bilde, das ist unvermeidlich. Entsprechend sind sie dann auch. Genauso vermasselt, wie du selbst bist. Und wie du mich dargestellt hast. Ein Zerbel, total falsch, kannst du mir glauben. Also, wenn du meinst, aber ich finde, ich habe dich gut dargestellt. Meine Leser finden dich so sehr wohl. Dabei war ich ganz anders, musste mir glauben. Ach, wenn du anders warst, dann erzähl doch mal, wie warst du denn? Hier sitzen meine wichtigsten Leser, erzähl es ihnen. Wieso sind Leser wichtig? Weil sie weiter sagen, dass ich der Größte bin. So ein Quatsch! Das habe ich ja noch nie gehört, was du da erzählst. Da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen, was du so erzählst. Du der Größte. Mann. So ein Quatsch! Weiß doch jeder, ich bin der Größte! Ich war schon daheim, in Zaluren, wo ich aufgewachsen bin, der Größte. Keiner war frecher als ich. Keiner hat mehr Leute gefoppt als ich. Und keiner hat mehr Ohrfeigen gekriegt als ich. Meine Brüder und meine Freunde, als sie immer längere Hosen und Jacken kriegten, da dachten sie ein manches Mal, sie sind mir über. Aber ein schneller Tritt mit meinen extra harten Schuhen, da wurden sie gleich ganz klein. Bald waren mir alle viel zu klein. Da bin ich heimlich von zu Hause ausgerückt. Bin nach Norden gezogen mit einem Trupp von Händlern. In die große Stadt Innsbruck. Dort bin ich bei einem Knopfmacher in die Lehre gegangen. Wo ich viel gelernt habe. Was? Kannst du mir glauben? Ach, du hast doch was gelernt. Was hast du denn gelernt? Ja. So verschieden die Menschen, verstand ich da plötzlich, so unterschiedlich auch die Knöpfe. Keiner gleicht exakt dem anderen. Und doch sind sie sich alle ähnlich. Zumindest in dem, wozu sie da sind, sind sie alle gleich. Die Knöpfe sind zum Auf- und Zumachen da, wie die Menschen zum... Na, wozu denn eigentlich? Und so kam ich drauf.
dass wir Menschen wohl zu gar nichts außer zum Leben da sein müssten. Kannst du mir glauben? Oh, das also ist Knopfmacherphilosophie, ne? Da nahm ich mir vor zu leben. Und wie? Aber zunächst waren die Knöpfe mein Leben. Und die Schnüre, die Quasten, Portepees, Gürtel, die ich anzufertigen hatte. Ja, ich habe gelernt, Horn und Perlmutter, Knochen und Schildblatt zu unterscheiden und Elfenbein, Holz und Kokosnussschalen zu bearbeiten. Ich kriegte Schwielen an den Händen vom Hantieren mit den Stanzeisen und Pressen und Sägen und Scheren. Und ich musste mich dran gewöhnen, mir die Finger zu verbrennen. Beim Gießen der Zinnknöpfe, wie beim Messinggießen. Du hast dir die Finger verbrannt. Das war aber genau die richtige Vorbereitung für dein späteres Leben. Ja, ich bekam aber auch ein Gefühl für feine Stoffe. Für Leinwand, Samt und Tuch, mit denen die vornehmen Knöpfe überzogen wurden. Es gab eine Zeit, da sah ich die ganze Welt aus der Knopfperspektive. Aber darüber war ich schnell hinaus. Das Leben durchs Knopfloch betrachtet, da bleibt zu viel außen vor. Schon bald bekam ich einen geschulten Blick für die Kleidung insgesamt. Und nach einigen Enttäuschungen, weil ich hinter vornehmer Kleidung auch immer einen vornehmen Menschen vermutete, war ich schließlich so weit, dass mein Blick durch alle Aufmachungen hindurchging. So erkannte ich den Menschen selbst dahinter. Die Knöpfe, Schnüre, Quasten und dergleichen waren mir zu bloßen Drapierungen geworden und zu raffinierten Tarnungen. So verlor ich das Vertrauen in die Knöpfe. Sie erschienen mir als Sinnbild der Falschheit. Gerade die goldglänzenden und die silbernen und die Knöpfe, die gar nicht zu tragen hatten, nicht zu öffnen und nicht zu schließen. Plötzlich konnte ich nichts mehr anfangen mit diesen Knöpfen. Aber da hatte ich auch meine Gesellenstücke fertig. Ich hatte genug gelernt. Kannst du mir glauben? Aha. Und dann bist du in eine Clique von jungen Leuten geraten. Die nannte sich die Böse Sieben. Und das heißt, da warst du schon auf der schiefen Bahn. Ach, so ein Quatsch. Schiefe Bahn, die Freunde waren nicht bösartig. Okay. Vielleicht etwas übermütig und immer zu Streichen aufgelegt. Wir hatten verdammt viel Spaß, so viel wie wir gelacht haben. Dann aber traf ich den Pfalzgrafen Karl Philipp, der als Statthalter des Kaisers in Innsbruck residierte. Und habe mit dem Mann um die Wette getrunken und diesen starken Trinker besiegt. Das war mein Meisterstück. Kannst du mir glauben? Aber danach wurdest du dann doch kein Knopfmachermeister, sondern der Hofnarr des Statthalters. Sagen wir es doch bitte korrekt. Ich wurde Kammerherr. Hier siehst du meinen Kammerherrenschlüssel. Und lustiger Rat des Statthalters. Und der Statthalter wurde der Kurfürst bei Rhein, der im Heidelberger Schloss residierte. So kam ich zum großen Fass, das dort stand. Das fasste immerhin 220.000 Liter Wein. Kannst du mir glauben? Da hattest du immer genug zu trinken. Ach, komm mir doch nicht immer damit. Diese dumme Behauptung, ich hätte das große Fass leer getrunken. Ich meine, gewaltig groß war es ja, das Zehnfass. Aber mit dieser üblen Brühe gefüllt, zusammengeschüttet mit den schlechtesten Wein, die Weinbauern als Steuern abgegeben hatten. Nee. Der Wein war für den Alltagsbedarf des Hofes und ein Teil der Bezahlung der niedrigen Chargen der Höflinge für die Lehrer und Pfaffen. Ich hab auch nie nur einen Schluck von dieser Brühe getrunken. Kannst du mir glauben? Also, ich habe das auch nie behauptet. Das war mein Kollege Viktor von Scheffel, der dir das angedichtet hat. Ach, zum Teufel mit dem Kerl! Da kommst du zu spät. Den kannst du nicht mehr zum Teufel schicken. Der ist schon im Dichterhimmel. Mein Himmel war immer an der Seite meines Kurfürsten.
immer die besten Weine und die köstlichsten Speisen. Kannst du mir glauben? Und dazu immer deine frechen Bemerkungen. Ja. Naja, ja, ich konnte jedem ins Gesicht sagen, was ich von ihm hielt. Und der musste sich das anhören. Und wenn der Beleidigte noch so viel Wut im Bauch hatte, durfte er nie die Hand gegen mich erheben, weil ich stand ja unter der schützenden Hand des Kurfürsten. Und naja, dieses Vorrecht habe ich natürlich schamlos ausgenutzt. Kannst du mir glauben? Dann erzähl doch mal meinen Gästen hier, warum du für den Kurfürsten so wichtig warst, dass er dir so eine wichtige Stellung einräumte. Also, ich war natürlich der immer lustige Unterhalter. Und auch sein Berater. Denn unter den ganzen Speichelleckern am Hof war ich der Einzige, der wagte, ihm auch die Wahrheit zu sagen. Ich war sein Saufkumpan, aber auch sein Sprachrohr, wenn er seinem Volk etwas Wichtiges zu sagen hatte. Ich war sein Ohr, damit er hören konnte, was seine Untergebenen so bedrückte. Und ich war sein Gegenbild. Neben mir war der Kurfürst immer der Größte, der Stärkste und der Prächtigste. Er ließ sich ja so gern bewundern. Und vor allem von den Frauen, kannst du mir glauben? Ja, doch mit den Frauen am Hof hast du es ja auch ganz schön wild getrieben. So, die wollten doch immer, die waren so neugierig. Aber Liebe war das nicht. Ich war ja immer für die Unterhaltung da und hatte volles Programm zu bieten. Tag für Tag. Und die Frauen? Das war Nachtprogramm. Aber ein einziges Mal war es Liebe. Nämlich mit der Comtesse Dorothee. Och, die war so süß. So himmlisch. Ein wunderbares Weibchen da. Ich weiß. Was erzählst du mir das? Das war doch meine Urgroßmutter. Ha! Diese Behauptung in deinem Buch ist die Spitze der Unverschämtheit, dich als unseren Nachkommen auszugeben und dich mit mir gleichzustellen, dem größten Kammerherrn und lustigen Rat, den es je in deutschen Landen gegeben hat. Das werde ich dir nie verzeihen, du kleiner Schreiberling, du! Doch, sag doch einmal zu mir Schreiberling und ich hau dich ungespitzt in den Boden. Schreiberling! Au, du verdammter Mistkäfer, du! Aua!